Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gehört in die Aktuelle Stunde, weil die Ereignisse im Hambacher Wald gerade aktuell eskalieren. Und es gehört deswegen in diesen Rat, weil die Stadt Essen 18 Millionen Aktien von RWE hält. Und immer wieder wird die Diskussion geführt, verkaufen wir RWE-Aktien oder nicht? Und das Argument, nicht zu verkaufen, der Mehrheit in diesem Rat ist, dass wir Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten behalten wollen auf diesem Gebiet des RWE. Und das RWE ist der Konzern, der aktuell aktuell vorgehen will, den Hambacher Wald abholzen will, bevor die Kohlekommission im Dezember über das weitere Vorgehen entscheiden will, wie es weitergehen soll mit der Braunkohle. Und zumindestens bis dahin müsste ein Moratorium her. Und dafür sollten wir uns einsetzen, damit nicht Fakten geschaffen werden, wo es unnötig ist. Also ein Mindestmaß wäre das Moratorium, und wir sollten unseren Einfluss, und Sie, Herr Oberbürgermeister, als Mitglied des Aufsichtsrates, speziell Ihre Einflussmöglichkeiten geltend machen. Und genau darum soll heute hier diese Debatte gehen. Vielen Dank. Ja, also, wer möchte über die Deeskalation im Hambacher Forst auf Antrag der Fraktion Die Linken, gut, dass ihr alle aufpasst, heute beraten, den bitte ich ums Kartenzeichen. Das ist die Fraktion der Linken. Wer enthält sich? Die Fraktion der Grünen. Das ist der Rest Ablehnung. Dann lassen wir diesen Punkt zur Aktuellen Stunde heute nicht zu.